Hallo Pilzfreunde, das heutige Video richtet sich vor allen Dingen an alle Pilzfreunde, die Perlpilze oder graue Wulstlinge für Speisezwecke sammeln. Ja, liebe Pilzfreunde, heute hat es sich mal ergeben, dass ich die drei Wulstlingsarten Perlpilz, grauer Wulstling und Pantherpilz finden konnte. Und da nutze ich die Gelegenheit und stelle euch diese drei Arten mal im Vergleich vor. Wir haben hier eine schöne Kollektion der drei Arten vor uns. Ich kann euch schon mal verraten, hier ganz rechts haben wir den Perlpilz in drei Exemplaren. In der Mitte folgt der graue Wulstling. Hier haben wir vier Exemplare. Und hier ganz links als Einzelexemplar haben wir den Pantherpilz. Wer sich hier ein bisschen intensiver mit Pilzen beschäftigt, hier insbesondere mit den Wulstlingen, sieht hier natürlich sofort die Verwandtschaftsbeziehung. Wir haben hier also drei Arten vorliegen. Aus der Gattung der Knollenblätterpilze, der Wulstlinge, und rechts ist ein beliebter Speisepilz, den sammle ich auch sehr gern. Der graue Wulstling wird zum Teil auch gesammelt von Speisepilzsammlern, und links der Pantherpilz ist hier der wirklich gefährliche Verwechslungspartner der beiden Arten. Der ist wirklich stark giftig und hat auch schon zu tödlichen Vergiftungen geführt. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn man graue Wulstling, Perlpilz sammelt, muss man den Pantherpilz sicher abtrennen können. Wir schauen uns jetzt hier die drei Arten einmal von der Hutoberseite an, und was natürlich sofort zu sehen ist, sind die Hüllreste, die sich hier auf den Hüten befinden, und was ich natürlich auch sehe, dass ich hier farblich wirklich eine große Ähnlichkeit habe. Natürlich sind alle drei Arten recht variabel, also die Farben variieren natürlich hier auch. Der Pantherpilz, der hat graubraune Töne vor allen Dingen. Der graue Wulstling, graue Töne, die aber auch ins Braune gehen können. Und der Perlpilz, auch sehr variabel, hat so fleischbräunliche Farben. Manchmal auch sehr, sehr hell, manchmal etwas dunkel. Also die Variationsbreite ist da wirklich sehr stark. Und rein von der Farbe sind die drei Arten wirklich nicht so einfach zu unterscheiden. Wenn wir uns die Hüllreste auf dem Hut anschauen, dann ist es so, dass der Pantherpilz weißliche Hüllreste hat. Die anderen beiden Arten haben eher gräuliche Hüllreste. Auch die Anordnung ist etwas unterschiedlich. Beim Pantherpilz sind die regelmäßiger angeordnet und bei grauen Wulstling und Perlpilz eher unregelmäßig. Aber hier an diesen Exemplaren sieht man auch, dass das sehr, sehr ähnlich sein kann. Also auch da ist eine große Variationsbreite bei der Verteilung der Hüllreste. Ja, wenn ich mir die Farbe der Hüllreste hier anschaue, muss ich aber auch sagen, dass da eine große Ähnlichkeit da ist. Also das ist kein sicheres Merkmal, wenn man sich hier die weißlichen Hüllreste vom Pantherpilz anschaut. Die sind hier eben vielleicht durch den Regen auch schon beeinflusst worden, sind verwaschen, haben sich etwas abgedunkelt und bilden jetzt gar keinen so großen Unterschied zu grauen Wulstling und Perlpilz. Also das ist auf keinen Fall ein sicheres Merkmal. Wir schauen uns jetzt hier ein weiteres Merkmal an des Hutes. Es geht hier um die Riefung der Huthaut. Also hier bei dem älteren Pantherpilz ist es deutlich zu sehen. Wir haben hier einen gerieften Hutrand. Bei grauen Wulstling, Perlpilz ist der Hutrand ungerieft. Ist aber auch kein sicheres Bestimmungsmerkmal. Ich habe schon gesehen, bei älteren Perlpilzen zum Beispiel, die stark durchfeuchtet sind, dann kann es sein, dass der Hutrand gerieft erscheint, weil sich die Lamellen etwas durchdrücken, weil der Hut eben stark durchfeuchtet ist. Es kann aber auch so sein, dass beim Pantherpilz, insbesondere bei jungen Exemplaren, die Riefung noch nicht ausgeprägt ist. Und dann kommt noch eine andere Sache ins Spiel. Es gibt noch eine Varietät des Pantherpilzes, die in Gebirgsnadelwäldern vorkommt, bei der diese Riefung nicht oder undeutlich ausgeprägt sein soll. Wir schauen uns jetzt ein Merkmal des Stiels an. Es geht hier um die Manschette, um die Beschaffenheit. Also hier beim Perlpilz rechts sieht man es ganz deutlich, dass die wirklich deutlich gerieft ist. Auch bei dem grauen Wulstling hier nebenan, denke ich, sieht man es ganz gut. Die ist gerieft. Bei dem Pantherpilz ist die Manschette leider kaum noch zu sehen. Ich kann euch aber sagen, dass die ungerieft ist. Also das macht hier schon einen Unterschied aus. Aber
Ich muss sagen, es ist wiederum kein sicheres Merkmal. Denn bei der Varietät des Pantherpilzes, die ich vorhin erwähnt habe, ist es so, dass die Manschette auch gerieft erscheinen kann. Ja, ein weiteres Merkmal möchte ich hier erläutern. Es geht hier um die Stielbasis, um die Knolle. Hier habe ich den Perlpilz und man sieht schon, der Stiel geht hier allmählich in die Knolle über. Das ist hier ein Merkmal des Perlpilzes. Wir schauen uns das jetzt beim Pantherpilz, Moment, beim grauen Wulstling zum Vergleich an. Hier sieht es genauso aus. Hier haben wir einen allmählichen Übergang. Ich hole hier nochmal den zweiten dazu. Ja, hier sieht man es eigentlich auch ganz gut. Hier haben wir einen allmählichen Übergang in die Stielbasis. Und jetzt zum Vergleich holen wir uns den Pantherpilz dazu. Der ist jetzt leider hier ein bisschen mit Trockenschaden. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Aber hier an der Stelle, hier sehen wir eine ganz stark abgesetzte Zone. Der Stiel sieht aus wie eingefropft in die Knolle. Hier an der Stelle eigentlich sehr gut zu sehen. Das ist das sicherste Unterscheidungsmerkmal der Art, um die abzugrenzen gegen grauen Wulstling und Perlpilz. Also hier diese Stelle sieht man es ganz gut. Über dieser Stelle kann, wie hier angedeutet, noch weitere ringartig angeordnete Zonen liegen. Man spricht hier auch eselsbrückenartig von Bergsteigersöckchen oder Ringelsöckchen, um sich dieses Merkmal einzuprägen. Also ihr seht schon, es ist ganz wichtig, die Pilze komplett aus dem Boden zu nehmen, damit man das Merkmal hier an der Stielbasis wirklich beurteilen kann. Jetzt habe ich für die Sammler des Perlpilzes natürlich eine gute Nachricht. Die Art ist sicher abzugrenzen, wenn ich diese rötlichen Verfärbungen feststellen kann. Die Art heißt ja nicht umsonst auch rötender Wulstling. Also hier im Hut kann ich es sehr gut sehen. Typisch an Madenfraßgängen habe ich diese rötlichen Verfärbungen. Irgendwo müssen die sich zeigen, dann kann ich die Art auch wirklich sicher abgrenzen. Und ihr seht schon, meine Erläuterungen vorher zeigen auch, dass das eigentlich das einzige wirklich sichere Merkmal ist, um den Perlpilz wirklich ordentlich abtrennen zu können. Denn alle anderen Merkmale sind da doch recht variabel. Also immer auf diese rötlichen Verfärbungen achten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Aber trotzdem ist der Perlpilz kein Anfängerpilz, also hier gehört doch schon einige Erfahrungen dazu. Ja, liebe Pilzfreunde, was bleibt mir als Fazit zu sagen? Seid vorsichtig, wenn ihr Wulstlinge für Speisezwecke sammelt. Mit dem Perlpilz kann man noch auf der sicheren Seite sein, wenn man auf diese rötlichen Verfärbungen achtet. Trotzdem ist das ein Pilz für erfahrene Pilzsammler. Beim grauen Wulstling würde ich sagen, grundsätzlich Finger weg. Die Ähnlichkeiten zum Pantherpilz sind wirklich enorm groß. Gerade wenn man bedenkt, dass der Pantherpilz eben in einer Varietät auftreten kann, wo die Riefung am Hutrand fehlen kann, wo vor allen Dingen die Manschette eben auch gerieft sein kann. Das kann man eben nicht ausschließen. Und dann bleibt nicht allzu viel zur Unterscheidung übrig. Wenn die Pilze dann auch noch abgeschnitten werden und die Stielbasis nicht beachtet wird, dann ist die Verwechslungsgefahr zwischen grauen Wulstling und Pantherpilz wirklich enorm groß. Also an dieser Stelle nochmal die Warnung, lasst lieber die Finger vom grauen Wulstling. Geschmacklich lohnt er sich ohnehin nicht. Also das Risiko würde ich nicht eingehen, um da vielleicht mal einen Pantherpilz dabei zu haben, denn der ist wirklich gefährlich giftig und kann zu schweren Vergiftungen eben bis zur Todesfolge auch führen. Perlpilz ist relativ sicher, wenn man eben auf diese rötlichen Verfärbungen achtet. Fehlen die mal, dann würde ich da auch sagen, komplett Finger weg davon. Also man freut sich in der Regel ja nicht über madige Pilze. Beim Perlpilz ist das schon fast ein bisschen anders. Also rötlich verfärbte Madenfraßgänge sind dann eben schon ein sicheres Zeichen, wenn ich soweit die Art eben eingegrenzt habe. Also ich hoffe, dem einen oder anderen war dieses Video ein bisschen eine Hilfe, auch vielleicht eine Anregung. Der ein oder andere trägt sich vielleicht mit dem Gedanken, in Zukunft Perlpilze auch für Speisezwecke zu sammeln. Da war es eben vielleicht eine Hilfe. Seid vorsichtig. Bleibt vorsichtig, bleibt gesund vor allen Dingen, habt Freude und Spaß am Pilze sammeln. Aber haltet immer im Hinterkopf das Risiko, was da eben auch lauern kann. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und ja, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!